Ein Schlaganfall erwischt jedes Jahr so circa 250.000 Menschen bei uns in Deutschland und bei circa 200.000 Betroffenen ist es dann auch der erste Schlaganfall und noch viel zu häufig wird dann nicht schnell genug reagiert. Entscheidend zum schnellen Feststellen ist der sogenannte FAST-Test und die einzelnen Buchstaben bedeuten, F steht für Face und kann überprüft werden, indem Sie den Betroffenen zum Beispiel bitten zu lächeln. Das A steht für Arms, also Arme, die Arme nach vorne strecken, die Handflächen dann noch drehen. Bei einer Halbseitenlähmung hängt ein Mundwinkel und auch ein Arm typischerweise so herab. Das S, das steht für Speech, Sprachstörung. Und dann gibt es noch zum Abschluss das T, das steht für Time, für Zeit, weil Zeit so wichtig ist. Und fällt Ihnen beim Test etwas auf, dann sollten Sie schnellstmöglich handeln. Dazu zählt natürlich den Notruf wählen 112, den mitteilen, dass Sie den Verdacht auf einen Schlaganfall haben und dann werden Sie da auch angeleitet. Es gilt, Time is Brain, also jede Sekunde zählt. Also merken Sie sich den Fast-Test.